5, 4, 3, 2, 1, go. Los. Okay. Hauptsache für den Zuschauer außen sieht es immer aus, als ob das immer eine, wie aus einem Guss kommt und im Hintergrund ist die ganze Zeit so eigentlich so 1, 2, 3, check, klatschen, winken, alles wird synchronisiert. Ja, die Show must go on, ne? Ja, das ist eindeutig, stimmt schon. Ja, ich finde das generell auch immer lustig, das mache ich auch sehr gerne in den Videos, dass ich halt das gerade noch mit reinschneide, weil ich finde das immer gerade so lustig, wenn die Leute so verplant irgendwie labern hören. Die Outtakes, ja, ich glaube, ich nehme es auch immer rein, jetzt in den Enden, zum Ende des Videos her, habe ich es jetzt mal öfters gemacht, dass ich irgendwie noch einen Endspruch reingehauen habe, der eigentlich gar nicht mehr zur Aufnahme sollte. Ich finde das richtig menschlich, ich finde es auch lustig. Ehrlich, und demnach, das, ja. Hat so was Persönliches. Richtig, richtig. Nee, coole Sache. Ach so, da wechselt ihr euch ab mit dem Channel generell? Immer mit YouTube? Theoretisch schon, also das war zumindest der Plan. Natürlich ist auch sehr praktisch, wenn man zu zweiten Channel hat, dass man auch immer dann jemanden Partner hat für ein Duel oder so, weil zumindest mir geht's so, dass ich zu zweit macht's auf jeden Fall mir zumindest deutlich mehr Laune, Videos aufzunehmen. Erstens kannst ja auch die Arbeit teilen so ein bisschen, ne? Genau, erstens das auch noch und drittens finde ich, redet man auch viel leichter und viel mehr, wenn du noch jemanden hast, mit dem du eben redest. Das ist richtig, du hast ganz andere Gesprächsthemen, manchmal weißt du nicht, dann greift der andere wieder rein, das ist ja wie Musik, die im Hintergrund so ein bisschen läuft und das ist ja auch angenehmer, beziehungsweise die Zeit, wenn du eine Viertelstunde aufnimmst, musst du keine 15 Minuten quatschen, das ist ja viel mehr an Text und Inhalt, den du bringen musst, sondern vielleicht nur 7 Minuten, wenn überhaupt, weil du die Zwischenzeit dich da noch rüber besickst oder ihr euch, weiß ich nicht, was über was unterhaltet, das ist schon angenehm. Das ist auf jeden Fall schon... Und es wird auch gern gehört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre auch gerne zwei Leuten zu. Ich höre auch einer Person gerne zu. Aber es ist auch angenehm, meine andere Stimme zu hören. Und dass so ein bisschen, dass wie so diese Unterhaltung stattfindet. Sonst hast du ja als Alleinzuhörer oder wenn jemand alleine spricht, hat er ja keinen wirklichen, der dagegen haut mal und sagt, Alter, was erzählst du eigentlich für Müll? Dann mache ich jetzt hier am besten mal erstens Veto und zweitens mache ich jetzt hier einfach mal das Intro, weil das würde dann nicht so... Na klar, ja, mach ruhig. Oder auf den unseren. Dann fange ich an. Ja, hallo. Entschuldige, warte mal. Ja, hallo, hier ist der Querz und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und im Hintergrund seht ihr Halo, aber nicht nur das, man kann ihn schon lesen. Wo? Wen kann man lesen? In der Lobby. Genau. Und er redet auch schon und ich lasse ihn jetzt sich einfach mal selbst vorstellen. Redet und lacht, das ist doch schon gut. Ich soll mich selber vorstellen. Ja, hallo Kinder, SG Sunrise hier von dem Clan Symphony of God. Ja, und eigentlich sage ich immer, heute haben wir mal ein Video vorbereitet, das haben wir nämlich auch. Nämlich, ich bin zu Besuch bei dem lieben Quert. Das erste Video haben wir haben schon mal eins gemacht, das ist jetzt das zweite Video. Ja. Der Quert hat nämlich angeboten, eins auf meinem und beziehungsweise eins auf seinem oder eurem, ihr seid ja zu zweit, Channel Home. Das ist immer recht wunderlich, wie man das ausdrücken soll, vor allem, wenn die andere Person nicht anwesend ist. Genau. Nee, und ich freue mich riesig. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte dich ja kurzfristig angesprochen, beziehungsweise angeschrieben und dass du auch sofort geantwortet hast. Da war ich richtig baff drüber, war zuerst erschrocken, musste zweimal lesen und demnach, wir spielen übrigens wieder die gleiche Map. Das ist ja der Wahnsinn. Stimmt, Tatsache, aber diesmal mit den A's, das ist schon mal besser. So, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Am besten kommt auch noch bei meinem zweiten Game dann auch noch die gleiche dran. Das wär's. Ach so. Ja, und der gute alte, ich muss gerade mal, oh, ich bin hier wettbeschossen und drück trotzdem back dabei. Der gute alte, wie heißt er denn? Golden Mortal, genau, der ist immer noch dabei. Mortal, yeah. Der hat uns nämlich im ersten Spiel, ich musste leider ehrlich gestehen, schon ich habe ihn gemutet. Unterstützt. Ich hoffe, er redet jetzt die ganze Zeit bei dir. Nee, hat er nicht. Vorhin hat er mal gestöhnt irgendwie, weil irgendwas, also bevor jetzt wieder Leute denken, irgendwas Perverses, nein, so meinte ich das nicht. Ach so. Er hat aus Nerven oder so gestöhnt, weil irgendwas hat ihm gedacht. Ah, hinter mir! Auf jeden Fall, ich glaube, ich werde das Konzept einfach mal ganz, ganz schlau aufgreifen, was du im ersten Video verfolgt hast, weil das ist, glaube ich, ganz sinnvoll und so.
dass du auch mal so erzählst, so, wie du so zu YouTube gekommen bist und was du so machst und ja, das ist... Ach so. Ja, doch, das finde ich schon ganz gut. Das werde ich jetzt einfach mal klauen. Oh, wie gesagt, oh, nee, das war einfach so ganz spontan. Übrigens, gerade haben wir noch drüber gesprochen. Ich finde, das ist ein interessantes Thema, was ich gerne weiterführen möchte. Wir haben, und ich weiß, viele von euch hassen es, über Destiny gesprochen. Destiny, da geht's runter wie Butter. Ich hatte den Quert schon mal gefragt, was er über Destiny denkt, ob's das Mega-Ding wird, weil man muss es immer wieder sagen, ich sag es ungern, ihr wollt es nicht hören, aber nehmt es, wie es ist. Halo ist leider auf dem absteigenden Ast. Ich weiß, ich würde es gern schöner reden, ich werde auch noch Halo weiterspielen, hochladen, aber ich kann auch nicht das schön reden, was leider immer wieder von Tausenden erwähnt wird oder teilweise einfach mal an den Zahlen nachlesen kann. Und du hast gesagt, Destiny hast du gesagt. Oh, ich bin da mal gespannt. Es könnte auch sein, dass es nicht der Mega-Burner wird, beziehungsweise den erwarteten Erfolg bringt, wo alle meinen oder glauben. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, das, was sie eben da als Spielkonzept versuchen, kann auch sehr leicht schiefgehen, meiner Meinung nach zumindest. Weil es ist schon relativ ambitioniert, was sie da machen wollen mit dieser eben sich verändernden Welt und dynamischen Story, die eben auch von den Spieleraktionen geleitet wird. Und sowas. Stimmt, du hast es schon mal gerade erwähnt, ne? Genau, die Punkte, die sie ansprechen oder wo du meintest, dass es scheitern könnte, wären halt so Sachen, die es halt vorher noch nicht so gegeben hat, beziehungsweise die jetzt nochmal in Destiny explizit aufgegriffen werden. Das habe ich gerade selber gehört, dass, sage ich jetzt mal, also von dir, dass sich die Kampagne beziehungsweise die Welt aufgrund der Ereignisse, die du da machst, verändert. Oh, jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren hier. Ah, oh, jetzt ist er echt weggebüxt. Ja, ich muss die Party auf zustellen, sonst fuck. Genau, also, dass ich die Welt... Ich muss mich mal ganz kurz kicken, wenn ich gerade ein Video auf. Und, oh, warte, ach so, da ist gerade jemand rein, den ich nicht höre. Also, sorry dafür, gell? Und die Party mal auf zu, bevor noch jemand reinschaut. Und da bin ich ja mal ganz gespannt, wie du schon gesagt hast, dass sich Destiny, sag ich jetzt mal, demnach wirklich verändert, beziehungsweise interaktiv mit dem Spieler dafür. Ich habe auch irgendwas gelesen mit Facebook, YouTube, Twitter, was es alles so gibt, das soll alles mit ins Boot genommen werden. Du hast keine Lobby mehr, wo du reinjoinst. Das soll alles so, dieses Social Network soll da richtig reingenommen werden und demnach so ein bisschen die Zukunftsschiene des Gamings, glaube ich, aufgegriffen werden. Aber oh, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, beziehungsweise ich habe ja auch schon viel gehört und viel gelesen. Meistens, wenn Spiele veröffentlicht werden, die sind ja die Meister im Schreiben und im Texten und in irgendwas reinhauen, ne? Also man schön reden, das können sie ja alle. Das ist so eine Grundqualifikation, die man braucht in der Spielindustrie, so wie es scheint. Aber ja, wie gesagt eben, erstens das mit dem ganzen Social-Zeug, andererseits kann es natürlich auch sein, was ist, wenn die Story einfach scheiße ist? Genau, das passiert alles auf die Story. Aber wer sagt denn, dass sie so gut ist? Ich meine, bis jetzt, es hört sich alles super interessant an, es ist Bungie, die haben eigentlich Ahnung, was sie machen. Aber es kann halt auch einfach, wenn das Gameplay nicht taugt, wenn die Story nicht taugt, wenn ich mal wieder einen Headshot krieg, dann kann das alles sehr, sehr schnell irgendwie nach hinten losgehen. Weil wenn das ganze Gesamtkonstrukt eben nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, dann Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die können da, weil die Kinder sind fies. Ihr wisst es selber, Kinder sind echt fies. Das heißt, die Kinder, die können das in der Luft zerreißen. Was heißt Kinder? Ich sage ja auch immer, hallo Kinder in meinen Videos am Anfang, aber damit meine ich natürlich auch ältere Personen, beziehungsweise auch die Erwachsenen teilweise unter euch. Wie gesagt, wir sind da hart in der Kritik, was Spiele anbelangt. Und wenn uns was nicht gefällt, dann gefällt uns was nicht. Ne? Da kann noch so schön geredet sein und so weiter und so fort. Man hat es gesehen in dem ein oder anderen Halo-Teil, was ja wirklich in der Luft zerrissen habt. Ich war da jetzt immer sehr offen und habe eigentlich immer alles so gemocht, aber es schien ja anscheinend richtig krasse Kritik zu finden und da hat sich der ein oder andere Spielentwickler auch gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt denn hier passiert? Ja, und dann stehst du da und das Spiel ist entwickelt. So schnell kann das Konzept nicht geändert werden, beziehungsweise dann geht's in die Chirurgie. Aber ich sage jetzt mal, die Hauptoperation, dieses Spiel an sich, was dann allen rauskommt oder was dann erstellt wurde, das muss natürlich schon irgendwo stimmen. Nämlich dann macht's auch Spaß, sage ich jetzt mal, wenn die Leute mitziehen oder das Spiel gehypt wird. Da bin ich echt mal gespannt. Also ich werde mir Destiny auf jeden Fall holen. Holst du die neue Xbox sofort oder holst du die PlayStation? Sofort werde ich sie mir nicht holen können, weil ich leider immer noch nicht meine Faulheit überwunden habe und mir einen Schülerjob zugelegt habe. Ach so, das heißt, es hapert an dem Geld. Mein bescheidenes Taschengeld leider momentan nicht ausreicht, um mir die neue Xbox sofort beim Release zu holen, aber ich plane sie mir auf jeden Fall noch dieses Jahr zu holen, bis spätestens Weihnachten. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es auch endlich mal, meine Faulheit zu überwinden und mir irgendeinen Schülerjob zu besorgen, dann sollte es eigentlich laufen.
Aber bis jetzt, naja, aber die kostet ja schon, ich schon, war noch nie eine sehr tugendhafte Person. Also, so die kostet ja schon ein bisschen Asche, ne? 500, habe ich gehört, 500 Euro. Auf jeden Fall nicht weniger. Also es ist viel Geld. Ich sag, es ist okay für den Preis einer neuen Konsole, für so eine Next-Gen-Konsole, ja. Aber es ist so viel Geld. Und der ein oder andere, der geht, wie gesagt, noch zur Schule und das muss er erstmal aufbringen, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Vor allem dann die Games halt auch noch dazu. Es kommt ja alles schwer hinzu. Die kosten ja vor allem auch an der Konsole, ich weiß nicht, die PCler, die lachen uns ja eh schon aus mit ihren, was weiß ich, die ihre Games da regelmäßig für 20 Euro in ihren Steam-Sales bekommen. Ja, wenn überhaupt, die laden die doch alle, ich wollte schon sagen, die laden die alle runter. Aber machen die natürlich nicht. Die kaufen die natürlich alle original. Aber wir blättern da halt schon im Vergleich zu den Leuten, die ja schön auf Steam bequem da ihre super Preise erhalten. Wir blättern da schon unsere 60 Euro immer hin, mindestens. Ich wollte gerade sagen, das sind Banken, manchmal sogar mehr, ne? Manchmal sogar 70 Euro, je nachdem wie aktuell oder gefragt das Spiel ist. Das ist ja der Wahnsinn. Genau, ja. Und das ist schon einiges an Asche. Also, ich dachte ja, die machen es anders. Ich dachte ja, du kaufst keine CD mehr jetzt mit der neuen Konsole. Das ist alles über diesen Datenträger Xbox läuft. Das heißt, du lädst die Spiele alles nur noch runter übers Internet und hast sie dann, sag ich jetzt mal, direkt schon irgendwie da verlinkt oder so. Und was ich auch gehört habe, Quert, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber die Server sollen aufgestockt werden. Vorher hattest du ja 3000 Server für diesen Online-Bereich. Und 300 sollen es werden. 300.000. Ja. Hieß es nicht schon, Halo 4 soll auch über Server laufen? Ich weiß nicht, das ist ja wieder, ich bin da immer skeptisch. Das stimmt schon, aber bezüglich der Anzahl, was sie gesagt haben, wie viele neue Server sie haben mit der neuen Xbox, wäre das sogar möglich. Alter, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich krieg gerade... Kann das sein, dass das Spiel richtig knapp ist? Das ist aber richtig knapp, guck mal, 47, 46, hier oben ist noch einer auf dem... Nein, 47. Ich habe gar keinen Sound, ich höre gerade gar nichts. Und nehmen wir uns noch. Oh mein Gott, bitte lass ihn mit mir, ich hab ihn. Und noch einer vor uns, zwei Leute vor uns. Nein, die haben mich. Die sind alle in der Ecke. Oh mein Gott, Gott sei mit euch, 49, 49. Ich helfe euch. Nein. Ja, Mann, wir haben gewonnen. Oh. Aber es war natürlich klar, dass wir haben so knapp halten wollen. Meine Statistik will ich nicht wissen. Ich glaube, die ist nicht sehr gut. Ich glaube, meine ist auch nicht sehr gut. Wie viel haben wir denn? Sind wir beide Minus? Ich bin Plus sogar. Aber egal, kommen die beiden hier. Minus 6 sogar, fuck. Ich sage, wir haben Glück, dass der Mortal mitspielt. Wir haben echt Glück, dass der Mortal mitspielt. Wirklich hier sehr praktisch, dass der Mortal uns hier voll carried. Auf jeden Fall. Nochmal zurück zu unserer Diskussion, die wir gerade eben geführt haben. Ja, es ist ja jetzt so, es könnte gut sein, dass wenn der Plan der Xbox One aufgeht, dass auch bei uns die Spielekosten deutlich sinken, weil du jetzt eben alles runterlädst. Es ist ja jetzt beides möglich, da die meisten Leute fanden das mit dem Runterladen ja ziemlich scheiße. Was ich auch wieder sehr lustig finde, ja. Der PC macht das mit Steam schon seit ungefähr jetzt 2 Jahren und niemand beschwert sich. Ja, jeder sagt, ja, Steam ist super, jeder mag Steam, Steam ist endgeil, kostenlos, also total billige Spiele, wirklich total super. Du wirst lachen, ich habe selber runtergeladen. Xbox dasselbe, wird die Xbox tot gehatet, vernichtet und zerstört in den Kritiken, weil du, jetzt kannst du deine Spiele nicht mehr verleihen. Kann man bei Steam, kann man seine Scheißspiele auch nicht verleihen und trotzdem hatet niemand Steam so hart. Ja, ich glaube, die Xbox, die liegt so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ich glaube, Microsoft, die haben sich auch nicht so einen schönen Namen gemacht über die Jahre hinweg und demnach wird auch alles viel in der Luft zerrissen. Man sagt ja immer, Kritik, ob positiv wie negativ, ist immer gut, aber ich glaube, der Xbox, weiß ich nicht, ich glaube, den steigt das gerade ein bisschen. Das war schon gemein, also da war haben sie sich halt schon ein bisschen unverantwortlich gemeint, hat die einfach nur zerrissen. Ich meine, Sony hatte da eh ein leichtes Spiel, weil die haben halt gesehen, ja, die stellen da ihre Scheiße vor, okay, kommt nicht so gut an, hacken wir einfach drauf rum, mehr mussten sie nicht tun. Und schon standen sie echt gut da. Oh Mann, jetzt wurde es auch akzeptiert. Naja gut, egal, nochmal Boundless. Das dritte Mal. Diese Abwechslung heute. Und auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt geht eben beides, weil sie jetzt so ein bisschen zurückgerudert sind. Man kann jetzt eben die Spiele entweder dann mit der Disc kaufen und dann kannst du sie auch wieder ganz normal, wie man es jetzt auch macht, bei der 360 weiter verleihen oder verschenken oder was sich oder weiter verkaufen, wenn man will. Oder man kann sie sich eben runterladen. Da geht es dann eben nicht, aber da hast du dann halt andere Vorteile, wie dass du das dann irgendwie so cool teilen kannst mit deiner Familie und so Schüssel, keine Ahnung, was sie da alles genannt hatten. Da gab es ja einiges an Features, die sie da jetzt neu implementiert haben mit dem Ding, was ich eigentlich ganz cool fand. So. Ich bin auch mal richtig gespannt. Es war ja auch diese
Kinect oder was du da jetzt machen kannst, diesen riesen Sensor oder dieses dieser Illumi Room bei der Xbox, der sich da vor dir aufbaut und du bist teilweise im Spiel drin. Aber ich habe gesehen, das war auch so wieder ein bisschen tricky dargestellt, weil du brauchst so einen extra Beamer dafür. Du musst so einen extra Beamer dafür holen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann schon so schnell kommt. Ich glaube, momentan ist es ja nur noch so ein Projekt, wo die da so ein bisschen rumexperimentieren. Aber die sind so gut dabei, cool, ne? Die sind gut dabei. Das stimmt auf jeden Fall schon, ne? Also die Demos mit dieser Kinect-Geschichte. Was ich aber auch sehr, sehr interessant fand, und auch wo einiges jetzt neu auf uns zukommen könnte, dadurch, dass jetzt nämlich, das fand ich auch einer der Punkte, die viele Leute an der neuen Konsole gehatet haben, ist, dass die Kinect jetzt bei jeder Konsole dabei ist, finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht, weil dadurch könnte die Kinect vielleicht endlich mal sinnvoll werden. Denn wenn jeder die Kinect hat, dann kann man nämlich die Kinect auch mal nutzen für Dinge, die ohne gar nicht möglich wären. Weil du musst es dir ja so vorstellen, das, was momentan mit der Kinect gemacht wird in den meisten Spielen, ist einfach redundant zum Controller. Aber das Gleiche kannst du am Controller auch machen, ja. Ich meine, meistens ist es irgendwie sowas wie, in Skyrim kannst du, wenn du rumbrüllst, irgendwie diese Schreie da machen, diese Drachenschreie. Ja. Aber ich meine, das kannst du am Controller genauso gut machen. Aber jetzt, wenn jeder die Kinect hat, ich meine, das mussten sie ja machen, weil wenn jemand keine Kinect hat, dann könnte er so gesagt Features vom Spiel nicht ausnutzen oder das Spiel gar nicht spielen. Richtig, wenn, richtig. Wenn halt gewisse Bedienelemente, nämlich von der Kinect, die Kinect erforderlich sind und du hast sie nicht, dann, tja, hast du halt ein Problem. Aber wenn jetzt jeder die Kinect hat, müssen sich die Spieleentwickler keine Sorgen mehr darum machen, dass ihr Absatz kleiner wird, wenn sie die Kinect voraussetzen, weil natürlich nicht jeder an der Xbox die Kinect hat, ja. Ich bin ja generell mal gespannt, ob sich das überhaupt bewährt. Dass die Kinect, wie gesagt, deutlich mehr genutzt wird und vor allem auch mal deutlich sinnvoller. Nicht dauernd wie als so ein schlechtes, redundantes System, das niemanden interessiert, sondern eben auch mal richtig als mit sinnvollen Features, wie dass du irgendwie dein Inventar irgendwie öffnest oder so. Und das wäre doch mal wirklich cool und auch mal so Next-Gen-mäßig sehr interessant. Ich bin ja mal gespannt, so interaktionstechnisch für die Kinect, wo, wie du schon gesagt hast, dass man sein Inventar öffnet oder so, das ist natürlich immer, das bedarf ja einer Handbewegung dann und der ein oder andere, der ist so ein bisschen faul vielleicht oder bequemlich, wenn man all die Jahre nichts anderes gewöhnt ist und man nichts anderes kennt, beziehungsweise einen Knopfdruck und dann ist es, warum soll ich jetzt auf einmal mit den Händen wählen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast recht, beziehungsweise ich denke auch, es ist irgendwo Zukunft. Also ich habe ja jetzt auch schon gesehen, die Leute laufen ja teilweise, es gibt jetzt dieses neue, wie heißt es auch, keine Ahnung, jetzt Google Glass gibt's ja mit der Brille, dann gibt's auch für den Computer schon irgend so eine Brille, die kannst du dir aufsetzen, die ist momentan so ein bisschen gehypt, dann bist du wie so eine Art in so einem Raum und je nachdem, wie du dich mit dem Kopf bewegst, geht halt die Sicht des Spiels mit. Ich finde, das ist Zukunft, aber momentan halt, oh mein Gott, ich habe fast einen Overkill, warte mal. Nein, jetzt muss ich nachladen. Ist es Zukunft, aber momentan, wie gesagt, noch von vielen nicht so wirklich gern gesehen. Aber es kommt und ich finde, Microsoft macht da eigentlich gute Schritte und sagt, obwohl er kommt, auch wenn es nicht so gut ankommt, wir ziehen das durch. Die haben ja jetzt auch gesagt, Kinect nicht weg, sondern Kinect noch weiter ausgebaut, noch besser. Genau. Obwohl es teilweise auch in aller Munde teilweise schlecht geredet wurde. Ich selber habe Leute, die spielen nämlich PlayStation, die haben gesagt, Alter, hör mal auf mit Kinect, diesen Bewegungssensor, den gab es schon, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren. Und das Gleiche können wir auch bei der PlayStation. Da haben wir zwar so einen Knüppel in der Hand, das geht natürlich auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen, also ohne alles, einfach nur sowas in der Hand zu haben, finde ich cooler. Also nichts in der Hand zu haben und nicht so einen Knüppel. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja eigentlich niemand, der sagt, die eine Konsole ist besser oder die andere ist schlechter, weil ich finde, dass beide ihre Vor- und Nachteile haben. Aber ich finde auf jeden Fall, dass dieses Mal eindeutig die Kinect die innovativere die Xbox One die innovativere Konsole von beiden ist und da auch mehr Optionen bietet, den Spieleentwicklern neue Konzepte zu machen. Weil klar, vielleicht momentan ist die Kinect nicht großartig verwendet und auch nicht sonderlich beliebt und wird auch nicht von vielen Spielen irgendwie unterstützt, aber es ist auf jeden Fall schon mal, die Grundlagen sind schon mal da, dass man dann halt weitergehen könnte und das fehlt halt zum Beispiel bei der PS4 momentan komplett. Also gut, es gibt noch dieses komische Ei-irgendwas-Dingsel da, irgendwie dieses PS4-Ei, keine Ahnung, das ist so, das ist diese... Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Das ist, keine Ahnung, das benutzt, glaube ich, keiner der PSler wirklich. Und was ich vor allem auch sehr schön finde, was auch alle viel gehatet haben, das möchte ich, glaube ich, zum Ende noch sagen, weil danach, außer du
bin ich mal leise, damit du noch was sagen kannst. Weil ach, um Gottes Willen, sprechen. Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, die Videos, die du hochlädst, sind eigentlich immer sehr kurz, aber so gegen Ende. Also eigentlich gehen es immer so 8 Minuten, aber so gegen Ende, wenn du deinen Anfangssatz sprichst, nochmal also diese Weisheiten raushaust, geht das mindestens nochmal über 15 Minuten. Okay. Auf jeden Fall, auch dieses Multimedia-Zeug wurde ja ziemlich tot gehatet. Aber ich finde persönlich, es wurde ja nie gesagt, dass der Fokus vom Spielen weiter weggeht oder dass das Spielen jetzt schlechter ist als auf der Xbox. Momentan sehe ich eigentlich nur, dass die Xbox mehr Features bietet als die PS4. Und ich meine, du kannst doch trotzdem noch genauso spielen, wie du es auf der 360 konntest, weswegen ich nicht verstanden habe, wieso alle die Xbox One-Präsentation so gehatet haben. Gut, die Xbox One-Präsentation an sich war nicht so auf das Spielen ausgelegt. Ich verstehe nicht, warum alle so sagen, ja, der Fokus vom Spielen ist komplett weg. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, du kannst dein Spiel immer noch einlegen und immer noch spielen. Da hat sich, glaube ich, muss so auch geändert. Sagen, also ich hatte letztens mal einen Commentary mit meiner Schwester so gemacht, das habe ich hochgeladen auf meinem Channel, habe ich auch gesagt, man muss ganz ehrlich sagen, die Spiele an sich, der Fokus auf den Spielen, natürlich sagt er jetzt, okay, wegen diesem, dass man sie nicht sharen kann, dass man sie nicht weggeben kann, das wurde ja jetzt geändert nach eurer Todflamerei. Also ihr habt der Microsoft so viel Schaden zugefügt durch eure Todflamerei, ich dachte, die ganze Firma, da war ja so ein schlechtes Klima drin, dass sie direkt wieder alles umgeschränkt haben. Nein, liegt ja bei den Spieleentwicklern. Das heißt, die Spieleentwickler, die machen die Spiele. Das heißt, es liegt an denen, ob es gut oder schlecht wird. So, was dann dann Xbox macht mit ihren ganzen Social-Media-Zeug oder so, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs war ich ein Nicht-Befürworter von alles, was neu ist. Also sag, auch diese ganze iPhone-Geschichte hast du nicht. Ich war immer Abstand, da liefen teilweise noch schon richtig junge Leute rum und hatten da ihr S4, S5 und wie sie alle heißen Handy und haben da teilweise alles mit drüber gemacht und das war der Wahnsinn. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist zeitgemäßer und es erleichtert auch irgendwie viele Dinge. Und ich finde, wenn man sich die Xbox wirklich in sein Zimmer stellt und dieses ganze Social Media, was da kommt, das heißt Television, nein, ja, ich habe mehr gemacht wie Television, wirklich ausnutzt, dann kann es eine schöne Sache werden, beziehungsweise ganz ehrlich, Kinder, wenn ich nach Hause komme und ich mache so eine Handbewegung und dann es ist schon fast alles. Es ist ungewohnt. Cool. Ja, es ist ungewohnt, aber du fühlst dich cool. Wo andere noch einen Knüppel in die Hand nehmen bei der PlayStation, da bist du schon einen Schritt voraus. Es ist ungewohnt, aber man sollte sich ein bisschen annehmen. Ich sage immer, so ein Mix zwischen alt und neu ist ganz gut. Nicht alles Neue ist gut und vielleicht nicht überall direkt mitschwimmen, aber da steckt schon viel Entwicklung, beziehungsweise da sind schon teilweise kluge Köpfe hinter, die haben sich da Gedanken gemacht. Also bevor wir nochmal jetzt hier als als PS4-Hater dargestellt werden, die PS4 hat natürlich auch ihre Vorzüge, ja, muss man festhalten. Genau, es sind zwar ganz wenige, aber es sind welche da, nein. Sie hat halt ihre stärkere Hardware und kostet halt 100 Euro weniger. Das ist natürlich auch sehr entzückend, aber zumindest für mich, ich persönlich finde es sehr cool mit den Apps, weil ich meine, allein schon, dass ich Skype dann auf der Xbox habe, wie cool ist das denn, kann ich auch noch mit meinen Kumpels am PC reden, während ich zocke an der Xbox, finde ich einfach sehr geil und das ist für mich halt einer der Gründe, warum ich die Xbox One für mich persönlich besser finde, aber wie gesagt, jedem das seine, man muss halt selbst abwägen, was man braucht und was man wie gesagt im Fokus hat und je nachdem ist halt die eine oder andere Konsole besser. Hast du gerade übrigens den Flitzer gesehen, der hier in der Lobby war und ganz schnell wieder raus war? Ich glaube, der hat das gehört, hast du gerade über PlayStation geredet. Ah, geh weg! Nein, gut, jetzt haben wir aber lange gebradelt. Ich weiß gar nicht, wie lang die Aufnahme ist. Stimmt, Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin da voll zu schauen. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um das Ganze hier eben wieder zu beenden. Wie gesagt, der Link zu Sunrise Channel steht natürlich wie immer in der Beschreibung und wenn ich nicht zu faul war, auch in den Anmerkungen, wobei ich in letzter Zeit sogar wieder hier sehr rühmlich die Anmerkungen mache. Ich habe die eine Zeit lang nicht gemacht, weil mir das zu viel Aufwand war. Also ich merke schon, du bist sehr bequemlich. Es hat mir Netflix eine Nachricht geschrieben, schau mal nach. Ja. Sorry for join, falscher Knopf gedrückt. Kein Problem. er wollte gar nicht hier rein. und auf jeden Fall, schaut mal bei ihm vorbei, ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert und dann hoffe ich, dass das vielleicht nicht die letzte Kollaboration zwischen unseren Channels war und verabschiede mich und überlasse dir das letzte Wort mit einem Ciao und Tschüss, sagt der Quer.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kinder. Vielen Dank an dich, Quent, dass wir zocken konnten. Wie gesagt, wir haben jetzt 2 Runden gezockt. Die erste lade ich mal bei mir hoch. Die zweite, schätze ich mal, ist dann bei dir zu sehen. Ja, wie gesagt, an die PlayStation-Spieler da draußen. Nein, das war natürlich nicht so gemeint. Und ja, ich sage immer obligatorisch zum Schluss, je nachdem, wie spät es ist, Kinder. Denkt dran, zockt nicht mehr so lange. Denkt an die 4 gegen Augen. Also bis dann.